Jo, Alter, was geht ab, Leute? Ich hab da zwei Pakete abgeholt. Kam am Samstag an, wo wir Wow Nuts ausprobiert haben. Der nicht so geile Donutladen. Kann also nicht einfach Donuts verkaufen. Das ist ja Donuts und Bubble Tea. Zwei Hypes ineinander. Und dann denken, dass es läuft. Ja. Ah! Ich dachte mir, das ist schon, hä? Was habe ich da überhaupt bestellt? Ach so! Deswegen war es so schwer. Ihr wisst ja, ich habe letzte Woche alles von 4Grows bestellt. Für Video. Wir testen alles von 4Grows. Ah, das war so schwer hier. Schön kühlen und dann können wir das testen. Das heißt, das hier ist... Das sind die Drinks und das hier sind die Snacks. Perfekt für Freitag, wenn die Jungs am Streamen sind. Yes, yes, yes. Genau. Genau. Ja, bin gespannt. Das kann bis Freitag noch. Jo, was geht? Mittagessen, einen Döner gönne ich mir. Sah gut aus, neuer Dönerladen, bisschen Hype auf Asamstraße. So wie hier in der Asamstraße. Bisschen Hype auf Insta. Dachte ich mir, check ich ab. Ich bin immer noch auf der Suche nach Dönern, die mit Food Factory Konkurrenz haben können, nehmen können, konkurrieren können, aber Nummer 1 ganz klar, Food Factory, muss ich euch demnächst mal wieder hinführen. Da gibt es so ein krasses Sujuk Halloumi Sandwich. Sah gut aus hier der Laden, check ich mal ab. Und übrigens auch wegen Helium Mining. Ich habe eine Menge Feedback bekommen. Kuss geht raus an alle, die mir ein paar Tipps gegeben haben, ein paar Infos. Yo Hong, ich habe mich dafür informiert, darüber informiert, dies, das. Bin noch unschlüssig. Also klar kann ich mir leisten, juckt nicht diese paar hundert Euro. Aber gleichzeitig ist ja derselbe Grund, wieso ich nicht in Aktien oder in irgendeinen anderen Coin investiere. Der Grund, dass das Geld, was ich investieren könnte in andere Coins, lieber in DeFi investiere, damit die mehr machen. Weil das Mining-Gerät würde in 4-5 Monaten kommen. Aber 400-500 Euro investiert, wäre in DeFi, wäre in 4-5 Monaten viel mehr wert. Und da in 4-5 Monaten wird das Mining erst anfangen. Deswegen ist ja, wie gesagt, derselbe Grund, wieso ich nicht Aktien kaufe oder dies, das. Weil dasselbe Geld wäre in DeFi viel besser investiert. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich dagegen entscheiden. So, wartet mal, so seht ihr besser. Ich habe schon ein paar Stücke gegessen, die so rausgefallen sind. Also es schmeckt anders fresh. Die Soße taugt mir extrem. Bin gespannt. Eine Menge Zeugs ist drin. Fresche Zutaten, die sehen echt fresh aus, Mann. Sieht fresh aus, ja? Sieht gut aus. Ja? Der Kollege meint, ist gut, ist fresh. Bin gespannt. Wow! Hat die Soße gedruckt? Die finde ich auch krass. Mach die Süße von der Soße. Also die Soße hat auf jeden Fall was. Ist anders. Brot ist auch ein bisschen anders. Ist nicht so knusprig, ist eher so fluffig. Ist ein guter Döner, das auf jeden Fall. Aber ich würde den nicht ganz oben mit einbeziehen. Da auf jeden Fall nicht. Jo, was geht, Leute? Ich habe mir noch was auf dem Heimweg geholt. Also ich war ein bisschen shoppen. Asia Snacks shoppen. Wie ihr sehen könnt. Eigentlich wollte ich auch, habe ich mir vorgenommen, jeden Tag. Weil Mai habe ich echt schleifen lassen für Tour Nummer 3, jeden Tag einfach an zwei Rätseln zu arbeiten und da mir ein paar Fragen zu überlegen. Muss nicht jetzt die Überkaste sein, haben wir uns vorgenommen, dass man einfach potenzielle Fragen einfach sich überlegt, einfach so ein bisschen brainstormt hin und her, darauf vielleicht was aufbaut. Muss jetzt nicht jede Frage, potenzielle Frage jetzt die Überkaste finale Form sein. Und ja, dachte ich mir auf dem Heimweg, aber
mit der fetten Tüte war das nichts. Muss ich am PC dann machen. Außer ich gehe jetzt nochmal raus. Muss ich mir mal überlegen. Ich habe mir verrückte Sachen geholt. Mein Gott. Bubble Tea Cake. Richtig kranke Sachen, Mann. Snowflake Cake Bubble Tea. Yo. Fertig Bubble Tea zum selber machen. Bubble Tea Ice Cream. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ein paar verrückte asiatische Getränke. Mehr dazu demnächst, Mann. So, erstmal eine Runde Hearthstone zocken, Battlegrounds und entspannen und mir das hier gönnen. Interessanter Geschmack, das ist diese Joghurt-Limo. Ich war gestern echt fleißig, ich habe eine Menge erledigt. Das Einzige, was ich heute noch machen muss, ist, ich treffe mich morgen mit einer, oder mit zwei, das ist so ein Pärchen, zwei Freundinnen, Foodblogger. Habe ich gesagt, hey, ich nehme die mal mit zu Tatis Food Truck. Bisschen Werbung für Tati machen. Ich weiß, Tati will nicht so viel Werbung machen, weil er noch nicht die Zukunft vom Food Truck kennt. Kann auch sein, dass er den wieder stoppen wird, weil Catering wieder anläuft und sowas. Aber ja, ich habe es mit denen schon abgesprochen. Einmal geht schon. Und sonst könnte ich noch die anderen Foodblogger aus München mal einladen oder so zu einem Essen bei Tati. Aber erstmal nur die. Das muss ich noch mit denen klären. Hatten wir eigentlich für morgen ausgemacht. Sprich für euch heute Mittwoch. Und folgt gerne Tati auf Instagram. Oder allgemein den Foodtruck auf Instagram. Semmelversum. @Semmelversum. Dann wisst ihr auch immer, wo er steht. Wisst ihr, was ich jetzt ausprobiere, Leute? Damit das nicht zu lang hier rumlungert. Dieses selbst erhitzende Hotpot. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das Fleisch saftig und weich wird. Ich weiß nicht mehr, was das für Fleisch sein wird. Spicy Flavor, ich hoffe nicht zu scharf. Self-Heating, das ist das Geile, ich bin gespannt. Okay. 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 Das ist das Healing Pack. Spicy Flavor Number 1. Vegetables Number 2. Beef Number 3. Ich weiß, Stäbchen. Ah, Stäbchen und Löffel. Okay. Number 4. The Bean. Okay. So. Aufreißen. Okay, Reisnudeln, kein Problem. Puh. Ein Stück Fleisch, das nicht saftig aussieht so. Und nicht saftig riecht. Oh mein Gott, wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, Leute. Oh. Gemüse. Okay, das sieht okay aus. Und das Seasoning. Die Soße. Schön drüber. Ah ja, okay. So. Geben Sie kaltes Wasser zur maximalen Fülllinie der Blackbox. Okay. Hier sind keine Linien, Mann. Wo, wie weit soll ich das hochtun, Mann? Boah, hier sind keine Linien. Bro, wo ist die Linie? Da passiert nichts. Ich dachte, jetzt geht's richtig krass ab. Ich dachte, es fängt an zu brodeln, irgendwas passiert. Yo, auf einmal hat's angefangen zu brodeln, Leute. Wir sehen uns in 15 Minuten, Leute. Hört ihr es noch leicht brodeln, Leute? Bro. Sieht nicht annähernd so aus, als hätte es funktioniert. Digga, sieht so ätzend aus, Mann. Mein Gott. Digga.
es ist kalt. Okay, es ist nicht kalt, aber es ist nicht heiß, Mann. Es ist lauwarm in der Mitte. Das ist der Rest. Das blubbert noch so vor sich hin. Aber es ist halt nicht annähernd heiß genug, Mann. Mein Gott, was ist das für eine Sauerei? Oh mein Gott. So leid, Mann. Digga. Das ist der größte Scheiß, den ich jemals gemacht habe. Yo, echt nicht zu empfehlen. Schau, das Zeug hier, Mann. Das ist richtig ekelhaft zum Saubermachen. Mein Gott. Ich schmeiße jetzt das Ganze in den Ofen. Ofen. In einen Topf. Erhitze das und dann schauen wir mal weiter. Ja. Sieht essbar aus. Ich bin gespannt. Aber das war echt unnötig mit diesem Self-Healing-Ding. Das Fleisch ist essbar. Ziemlich geschmackslos, außer Schärfe. Außer Schärfe schmecke ich hier gar nichts. Ich bin nicht begeistert. Oh mein Gott. Leidend. Ich habe so viele Nudeln gegessen, wie es ging. Das Fleisch war überraschend zart und saftig. Aber das ganze Ding hat mir von der Würze und so nicht getaugt. Oh mein Gott, das war der größte Fail aller Zeiten. Nie wieder, Leute. Kann ich echt nicht empfehlen. Oh. Yo, das war so widerlich. Aber wenigstens gibt's hoffentlich saftige Nachspeise. Also darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Habe ich schon hier und da auf Instagram gesehen. Boba Milk Tea Ice Cream. Kann man essen. Schmeckt wie ein alter Bubble Tea. Es schmeckt wie ein mittelmäßiger Bubble Tea, der schon ein bisschen einen Tag liegt und dann eingefroren wurde. Jo, das war's von mir, Leute. Gebt gerne Like, Kommentar, Abo, checkt die Videos ab. Folgt mir auf Insta und Twitch. Hoffentlich sind wir Freitag wieder live. Ansonsten natürlich wie immer in Bitcoin investieren, Cashflow generieren, DFI. Und das war's von mir. Ciao und serious business.